Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Angetalkt. Weiter geht's mit Starbound und diesmal, wie ihr sehen könnt, im Multiplayer zusammen mit dem Kühnu. Moin! Und hallo Winter! Grüßt euch! Grüß dich! Ja, ich habe mir jetzt gedacht, für die zweite Folge können wir doch mal zusammenspielen, weil Starbound eben auch ein Multiplayer-Spiel ist und besonders in dem Aspekt natürlich viel Spaß macht. Und wir haben mal das Thema kleine Hütte schnell abgeschlossen. Also wir haben jetzt hier ein Dach drüber gezimmert, eine Tür vorne rein und so die notwendigsten Sachen. Und zwar ist dabei eben der Crafting-Tisch, ein kleines Lagerfeuer, wir haben einen Schlafsack gefunden, Spinnrad, oder? Das ist ein Spinnrad, da kannst du dir Klamotten machen und später Klamotten färben und all so. Genau, und wir haben noch eine kleine Kiste. Und was wir heute machen wollen, wir haben jetzt quasi eine Quest ja noch offen, dass wir eine Ho, also quasi eine Schmelze, Esse, irgendwie sowas bauen sollen. Und dafür brauchen wir... Ja, du hast die nicht, aber ich habe die und das ist ja hier mein Angezockt. Also suchen wir jetzt Kupferbahn, weil ich es gesagt habe. Und danach werden wir uns auch nochmal das Kämpfen ein bisschen angucken, wenn der Kühnung fertig geschlafen hat. Weil wir haben noch einen kleinen Friedhof, den wir dann befrieden gehen wollen. Aber ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Thema Kupferbahn suchen. Und zwar ein wesentlicher Aspekt des Spiels ist es eben, sich nach unten zu ackern, wie so ein Kaputter. Und ich habe jetzt einen Arbeitssklaven. Ich nach das Licht, du machst das Graben und los. Moment, das stand so nicht im Vertrag. Nein, wir können zusammen graben. Ja, gar nicht. Alles gut. Geht ja schon wieder gut los. Ja, geht schon wieder gut los. Nein, wir graben natürlich zusammen. Alles ist gut. Ich bin ja Kummer gewohnt. Ja. Vor allem wichtige Minecraft-Regel, nie gerade nach unten sich. Und das ist viel lustiger, weil man nicht mehr rauskommt, ne? Und weil man letztendlich ja sonst wo landen kann. Das ist mir hier tatsächlich, ich habe es ja früher auch eine ganze Zeit lang gespielt, auch mal eine kurze Zeit mit dir. Und ich weiß noch, wie oft ich dann irgendwie halt nicht auf diese Regel gehört habe und dann irgendwie in irgendeiner ganz fiesen, tiefen Höhle war und ganz allein und überall waren Monster. Also war ich nicht ganz so allein, aber ja, weiß schon. Ja, ich verstehe schon. Vor allem, man muss auch echt aufpassen, weil der Regen hier natürlich auch reinfließt und man irgendwann einfach anfängt zu ertrinken, ne? Also hier ist schon ein bisschen Kohle. Generell ist es halt vom Spielprinzip bei Starbound so, wie, also falls jemand von euch Terraria gespielt hat, kennt ihr das? Je tiefer ihr kommt, desto wertvollere Ressourcen findet ihr. Und wir sind jetzt halt auf der Suche nach Kupfer. Das liegt normalerweise nicht so ganz unter der Oberfläche, aber natürlich gibt es auch nicht überall Kupfer. Ne? Hast du irgendwelche Faustregeln parat? Ist niemals gelben Schnee. Ja, ich meinte auf Kupfer bezogen, wo man das so finden kann, in welcher Tiefe. Das kann eigentlich schon relativ nah unter der Oberfläche sein, wenn ich mich nicht irre. Nachher die anderen Sachen wie Gold, Diamanten, Platin, die Sachen, die sind nachher wirklich relativ tief. Relativ tief. Das klingt echt blöd, wenn man das so hintereinander sagt. Relativ tief. Klingt echt okay. Ja, wir werden auf jeden Fall nicht hier so lange und so tief gelangweilt vor uns hingraben, bis wir den Balrog aufgeweckt haben, sondern wir gucken jetzt mal, ob wir hier Kupfer finden können. Und wenn nicht, dann ist das halt so. Ihr wisst ja, wie das Prinzip dann läuft. Aber vor allen Dingen, vielleicht finden wir auch eine kleine Höhle, wo ein bisschen was abgeht und wir uns ein bisschen unsere Haut mal wehren, eher wehren müssen. Du, wenn wir gemeinsam die gleichen Blöcke abbauen, geht das viel schneller, weißt du? Meinst du? Ich weiß das. Aber ich höre Gegner. Ich hörst du auch schon Gegner? Ja. Ja, diese Hüpfenden sind das. Oh, oh. Ja komm, die jetzt aber nicht abhauen hier, das ist Fahnenflug. Ich hau ja nicht ab, ich bin nur nicht so gut mit Hand-Auge-Koordination. Ah, guck mal, hier geht's raus. Ich denke mal, hier kommen sie gleich. Ich glaube, ich muss mal meine Waffen wieder in die Hand nehmen, wa? Ja, ich sehe sie. Kannst du nochmal kurz aufmachen? Hier so. Das sind aber viele. Alter, Mamba. Wer kann denn damit arbeiten? Hier unten so ein kleiner eingeborenes Stammhaus. Von oben kommt noch einer. Hab's geschafft. Ich lebe. Oh. Hat dich gerettet. Puh, das wäre beinahe schief gegangen. Ja, hier sind so Lianen, aus denen kann man ganz hervorragend Bandagen bauen. Ich hoffe, ich habe mir schon mal welche gebaut.
Du hast, glaube ich, automatisch schon welche im Inventar, oder? Ja, ich habe ein paar dabei. Das ist gar nicht so schlecht jetzt. So, mit Bandagen kann man sich nämlich wieder heilen. Die stellt man aus diesen Lianen her, die hier überall rumhängen. Sehr viel besser schon wieder. So, wollen wir hier mal den Gang lang, wenn so viele Gegner da sind? Das muss ja irgendeinen Grund gehabt haben. Meinst du? Ja, meistens ist ja da irgendwas, ne? Hab ich mal in so Spielen gelernt. Das sieht nach schnöbem Sand aus, ne? Ja, das ist bei normalen Spielen und alles, die richtig, ne, gebastelt sind, so mit Level-Design und so, würde ich dir recht geben. Aber da das hier ja alles so random generiert ist, bin ich mir nicht sicher. Prozedural nennt man das. Prozedural generiert. Es heißt Nukular. 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 Ich bin mal nach rechts rüber. Genug, da hier ist eine Katze mit einem dreieckigen Kopf. Ich habe ein bisschen Angst. Kannst du bitte kommen und mich retten? Wo bist du denn jetzt? Nach rechts. Oh. Und sie schießt Laser. Es ist eine Laserkatze. Das macht mir ein bisschen Sorge. Okay, es ist besser. Siehst du, ich hab dich gerettet. Ich habe eine Static Cell, was auch immer das ist. Ich glaube, das brauchen wir, um das Raumschiff zu... Oh, guck mal, ich glaube, da vorne ist Kupfer, oder? Das sieht doch sehr kupferig aus. War es Kupfer? Weiß ich nicht, ich habe es nicht eingesammelt. Hast du es? Aber das... Oh, warte mal, irgendwas... Eieiei. Farblich sieht das nach Kupfer aus. Wo sind wir denn hier gelandet? Oh, ich glaube, der explodiert gleich. So, da ist noch Kupfer. Ja, warte, das könnte Kupfer sein. Ich guck mal. Ja, doch, ich habe tatsächlich. Machst Kupfer. Du mal eine Fackel oder so? Eine Fackel? Eine Fackel, das ist wie eine Fackel, nur in Amerika. Wir müssen auf komische Art und Weise das Air rollen. Oh, Entschuldigung, das habe ich natürlich nicht standesgemäß gemacht. Weil wir keine Brotkrumen haben. Ja, ich komme auch sofort wieder. Ich sammle hier nur noch schnell das. Ich komme auch zurück. Ich habe nur noch mal so ein bisschen was erleuchtet, wo wir lang sind, damit wir. Naja, aber ich glaube, wir haben genug Kupfer, um unsere Quest zu erfüllen. Lass uns mal hoch. Wir wollten ja dann noch den Friedhof machen. Ich denke unsere mal, Quest. Hier Quest. Nicht die. Hm? Meine Quest, ja, meine Quest. Also unsere Quest, die deswegen unsere Quest ist, weil das meine Quest ist. Verstehst? Ich fühle mich diskriminiert. Ich ruf den Arbeitsschutz an. Geht ja gar nicht. Kannst du gerne machen. Oh, Katze! Kannst dann gerne nach dieser Folge mit dir selbst einen Betriebsrat gründen, aber wir gehen jetzt wieder nach oben. Komm, Sklave, Kollege. Darf ich mich selber wählen? Ja, bleibt ja nichts anderes übrig, oder? Yay! Ich bin unterwegs, komm. Guck mal, jetzt sind wir auch noch haufenweise Kupfer vorbeigelaufen. Was haben wir denn hier? Haben wir hier noch Dinge? Ah, da unten habe ich noch was entdeckt, warte mal. Ja. Okay, entdecke du mal, ich entdecke mal in die andere Richtung. Macht der denn da, ne? Die gute Mann. Ja, hier, guck mal hier. Guck mal, siehst du, meine Augen gucken, wo Dinge sind. Meine Augen gucken, wo Dinge sind. Das wird auch, das hätte auch von Mahatma Gandhi sein können. Komm, wir gehen jetzt nach oben. Kynup 2016. Das Auge spielt mit. Meine Augen gucken, wo Dinge sind. Also, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, wobei Zuschauer wahrscheinlich überwiegen, denkt immer daran, die Augen gucken immer dahin, wo Dinge sind. Oder so ähnlich. Ja, Moderation mit Niveau. Das war doch diese komische Creme, oder? Ja, ja, ja. Die Augencreme, ne? Die Augencreme, genau. Ich bin motorisch gestört, ich komme da nicht hoch. Jetzt. Achso, und dein Charakter auch. Ja, ich kümmere mich hier unten drum, kein Problem. Boah, Hilfe! Abgehen. Ja, läuft, ne? Nicht, dass du da umkommst. So. Gut, dann bauen wir uns doch mal. Das Radieschen muss erst geboren werden, welches mich killt. Ja, aber wie kann ich denn jetzt noch hochbauen? Ich habe ja wahrscheinlich das Rezept noch gar nicht, oder? Das weiß ich nicht. Geh mal an den Crafting-Tisch und drück E. Ja, das habe ich schon gemacht, aber ich kann nur ein Campfire und ein... Furnace, meintest du, oder? Was bitte? Einen Furnace, also einen Ofen, einen Brennofen. Nee, eine Ho, eine Schmelze. Ja, die machst du ja wahrscheinlich da drin, oder nicht? Aber einen Brennofen kann ich auch noch nicht bauen. Ich könnte den bauen. Aber warum kannst du den bauen? Du musst ein bisschen runterscrollen. Und ich nicht. Nee, da gibt's nichts. Ach doch, bei der Ho habe ich hier auch. Hast du I gedrückt oder E an dem Crafting Table? Ich hab, was? Ich hab C gedrückt wie Crafting. Nee, dann geh mal an den Crafting Table, da hast du nämlich andere Rezepte dran. Da musst du E. Okay, okay, alles klar. Ich muss also mit E den Crafting Tisch benutzen, tatsächlich.
Richtig, weil da hast du dann halt so die Rezepte, raus, die du dann noch dafür brauchst. Ja, 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 ja. Dann sieht das schon ganz anders aus. Ich danke dir. Und haben wir da irgendwie eine Ho? Ho, ho, ho. Ja, kannst du sonst auch unten in diesem Suchfenster eingeben. Ho. Hab ich nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ein Marshmallow-Monster mit einem Marshmallow-Horn. Craft a Ho. Using some wood and copper bars. Hm. Aber das Marshmallow-Monster erledigt. Aber vielleicht brauche ich dafür erst eine Stone-Furnace oder so. Richtig. Pass mal auf, ich guck mal, ob ich hier irgendwie... Man konnte da so eine andere, so einen richtigen Fußboden konnte man hier irgendwo mal bauen. Dann würde ich nämlich hier einfach mal glatt nach oben so eine zweite... Etage einpflanzen. Elevator? Aus Brandschutzgründen bauen wir natürlich... unseren Schmelzofen draußen hin. Aber drin würde das warm werden. Ja, sehr warm. Das ist richtig. Nein, hol aus. Was du. Das Problem nicht. So, und da kannst du jetzt nämlich, oder beziehungsweise Copper Bars herstellen. Können wir alle quasi jetzt mal, ich pack auch schon mal so ein paar Sachen rein. Achso, die hat er dann auch automatisch auch schon direkt gemacht. Wenn du den direkt benutzt, kannst du das tun. Ich gebe dir die Sachen mal raus. Pass mal auf. Ja, aber jetzt kann ich immer noch keine Ho bauen. Nee, weil, warte mal, wie kann man doch irgendwie rausgeben, oder? Huch. Nee, das wäre jetzt in den Müll, das muss ich doch auch rausschmeißen können, oder nicht? Pass auf, wir haben hier hinten ja so eine tolle Kiste, da packe ich jetzt mal das Kupfer rein. Das ist unten links. Und ich weiß nicht, warum, ich habe eine Flare. Also aber in welchem Unterbereich findest du denn... Ho, also H-O-E. Wenn du das hier bauen kannst. Das ist ein grüner Bereich und unter Werkzeuge wahrscheinlich, schätze ich mal. Ja. Unter Werkzeuge. Ach, da ist es. Es ist eine... Ach, eine Ho ist so eine Gartenkrallen-Dingsbums. Eine Harke. So, was brauchen wir denn da? Zwei Copperbars noch. Okay, du hast in die Kiste gepackt. Hinten links. Sehr und dann schön. Unten links. Kommt direkt auf. So, dann haben wir nämlich jetzt unser Quest erledigt. Winter. Komm. Was denn? Was? Ja, Moment. Nee, ja. Jetzt schnell. Das ist gleich vorbei. Schnell. Quest complete. Ja, ich bin ja schon... Ja, Mann. Schneller. Oh Gott, was ist los? Oh, du meinst hier Sternschnuppenregen oder Sternschnuppenregen, du Gedöns? Ne, Sternschnuppe, du darfst dir was wünschen. Ich wünschte, du würdest mich mit so einem Kram nicht nerven. So, du wusstest aber... Was realistisch ist. Ja, komm, andere Richtung. Du wolltest doch zum Friedhof und es ist nachts. Was ist eine bessere Uhrzeit, als zum Friedhof zu gehen, als mitten in der Nacht? Ja, mittags bei Licht. Ja, Feigling. Feigling, ich weiß nur, was gesund für mich ist. So, die könnte man noch abbauen hier. Ja, dann warum hast du noch nicht dein Werkzeug in der Hand? Ich bin hier für Taschenlampe und Gewalt zuständig. Achso, und deswegen muss ich dich immer retten kommen. Guck mal, da oben, mach Gewalt. Da oben, mach Gewalt. Das ist aber schon putzig, siehst du, das guck Ding. Mal, ich bin wieder aufs Brett hier. So, alles gut, hab ich hab's gerettet. Überlebt. Mit ganz vielen Lebenspunkten noch. So, komm, Gewalt. Sehen? War meine Imba-Attacke. So. Die Musik passt jetzt nur leider nicht dazu. Oh mein Gott, eine Schnecke! Ja, Mensch, aber so eine Säule ist ganz dekorativ, oder? Ja. Bauen wir uns jeder so eine Säule? Das kann man auch mit. Wir könnten, selbst wenn wir wollen, diese Grabsteine hier mitnehmen. Und ja, alles. Aber das finde ich ein bisschen pietätslos, ne? Du, ich habe ja hier vorhin, als ich einmal rumgelaufen bin, schon so einen Affen gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein begrabener Affe ist. Oder begrabene okay. Affen, die da drunter hocken. Das ist... Nicht. Naja, okay, irgendwo ist es auch nicht Spiel. Okay, es ist ein Spiel. Scheiß drauf. Aber apropos Spiele. Ich habe gehört, du wolltest irgendwann in absehbarer Zukunft mit der zweiten Staffel deiner Kirby Space Program Serie weitermachen. Ist das richtig? Mensch, wo hast du das denn gehört? Ach, von dir, wenn mich nicht alles täuscht. Das hast du mir mal so vor einer Woche nahegelegt. Ja, durchaus ist es in der Planung, weil ich mir dachte, ich habe jetzt eigentlich einen Rechner, mit dem ich das so viel gut machen kann. Und
Warum nicht? Nicht? Ja. Bist du sicher, dass wir hier runter wollen? Weiß ich nicht. Ist halt unterm Friedhof. Was kann da schon Schlimmes passieren, oder? Also wenn du das so sagst. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist da links noch eine größere Höhle. Ich möchte die Farbe sieht auch gut aus, ne? Durchbruch machen. Und das ist dann, wann willst du da weitermachen? Starten, da werde ich deine Hilfe brauchen für erstmal. Weil ich diese ganzen neuen Updates und alles gar nicht mehr auf der Ralle habe. In welcher Version hast du das letzte Mal gespielt? Kerbel. Nee, war das schon 1-0 zu der Zeit, als du deine... Kerbel. Huch. Kerbel. Ich hoffe, ich... Wow! Autschen. Der sieht ein bisschen aus wie E.T. Kannst du mir mal Licht machen? Hast du keine Taschenlampe? Ach, das sind zwei in der Schwert, oder? Ich hab ihn da runter kapheistert. Okay, stört mich. Weiter hier lang. Oh, ich werde mich mal kurz bandagieren. Ja, ist vielleicht besser so. Hab ich mir gedacht. Oh, da ist irgendwie Viehzeug drin im Wasser. Viel Viehzeug? Da ist Viehzeug im Wasser. Komm vor. So, Moment, die einmal wieder da reinziehen. So. Dann mal ein bisschen heilen. Wo kommt denn das Vieh hier plötzlich her? Danke, Felix. Ah. Oh, da hattest du noch gar nicht. Okay, dann werde ich das auch mal auf so schalten, sodass man hier auch ein bisschen was sehen kann. Moment. Das finden wir nicht gut. Guck dir an, was da schwimmt. Siehst du das? Ja, den Hai. Ich hab doch gesagt, das Viehzeug im Wasser. Moment! Nein! Frag mich doch nicht! Oh, guck mal, da drin gibt's ein Zelt. Ein Zelt wollten wir doch schon immer haben, oder? Oh, ich kann ein Fischstäbchen machen. Du kannst vor allen Dingen nicht atmen, wenn du da länger drin bleibst. Nur so ein Hinweis. Ja, deswegen hole ich auch mal wieder kurz Luft. Hier drüben aber ist ein Lager. Hier drüben ist so ein richtiges Lager mit Treppen und einem Zelt und Kissen und allem so Kram. Guck mal, er haut ab von mir. Ja. Der haut nicht ab von mir. Der hat nur Anlauf genommen, der Sack. Ja, bring dich bitte nicht um. Ich komme hier alleine lebend wahrscheinlich nicht raus. So. Ich hab ihn gleich. Ah, jetzt haut er aber ab. Schon wieder gerettet. Eindeutig. Mann, ohne dich wäre ich schon dreimal draufgegangen, glaube ich. 12-mal. Ja, guck mal hier gibt's so das Zelt. Ach. Ein Zelt. Ey, und vielleicht lebt hier noch jemand? Ja, jetzt nicht mehr. Guck, ist gerade dunkel geworden. Hier wohnt jetzt keiner mehr. Boah, der hat sogar Geländer und eine Brücke und so. Oh, und Fledermäuse. Oh. Wer ist er denn? Warte. Turbo! Viecher. Warte, ich komm. Yay! Ich glaube, das war gut, oder? Würde mal sagen, ja. Ja, wir leben noch. Also, was ist das denn hier? Ach, guck mal, schöne kleine Brücke. Schön, ja, und die habe ich vorhin gesehen. Guck mal, da drüben, da ist richtig Hightech. Da sind Scheinwerfer und alles. Was ist denn hier gelandet? Ja, Mensch. Das ist verlassen hier. Ach, so viel zum Thema verlassen. Ich glaube, du bist verlassen. Also viel habe ich nicht mehr. Mal gucken. Okay, hier sind Pixel drin. Ist das ein Fass hier, oder? Fass könnte auch immer was drin sein, ja. Guck mal, hier ist auch schön. Wie Link, ne? Oh, guck mal, ein Tonkrug. Bäm. Werde hier Fackels. Und das will ich auch jetzt mitnehmen. Blutlicht. Fackels. Du bist auch eine Fackel. Oh, guck mal, hier ist Flutlichtstrahler und alles. Wir sind hier voll in der Zukunft angekommen. Hammerhart. Hast du dir schon mehr Bäder drin? Nee, ich tu Kisten weh. Ach du, das geht doch ewig gerne weiter. Auch. Oh, und da ist noch so ein IT-Fuzzi schon wieder. Oh, Vorsicht, der ist brüllt. Ja, ich bin schon mal weggegangen. Das ist da ein Problem, glaube ich. Ich habe keine Bandagen mehr. Hast du mal auf mein Health geguckt? Ich habe keine Bandagen mehr und nur noch zwei Dingsbums. Wo war der Typ? Weiter nach links. Was
Opfer. Siehst du ihn? Ich leuchte da gerade so hin. Ja, mach mal. Oh Gott, das werde ich nie überleben. Oh, guck mal, hier geht's nach oben raus. Hier ist ein ganzes überirdisches Camp. Oh, ist das cool. Ich kann nicht mehr gucken. Bist du doof, oder? Was bitte? Du leckst gerade geräuschtechnisch ein wenig bei mir. Bist draufgegangen, ne? Ja, da zeige ich gerade meinen Zuschauer. Hör mich, dass ich bei dir lecke. Warte, ich komm schnell runter. Wintermancer! Oh, ich habe einen Traveler's Meter. Irgendwelchen Kram. Hallo, guck mal, ich bin fast wieder draußen. Guck mal, ich bin bei dir gespawnt sogar. Ja. Au. Kannst du mir nochmal Licht machen, bitte? Ich muss gerade weglaufen. Warte. Wie komme ich denn hier runter? Wow! Oh, ich bin unten. Bin tot. Dein Ernst? Doch, der hat über dich rübergespuckt und hat mich getroffen. Nice. Aber, aber du hast deine Sachen auf jeden Fall noch, die du in der Zeit gefunden hast. Das ist ganz gut. Ja, ich habe den. Also, es ist ja, wir verlieren ja nur Pixel, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. So, komme ich jetzt direkt zu dir oder wo komme ich raus? So, sag mal, ja, nee, ich bin zu Hause. Wenn du direkt bei mir auf Knut dann halt klickst, Party-Member. Ja, alles gut, ich bin jetzt nach unten, aber das muss links von unserem Lager sein und das kann gar nicht sein. Ja, ist es auch. Sage mal, wenn wir jetzt hier gerade sowieso dabei sind und dieses Spiel ja sowieso ganz toll finden, hättest du nicht mal Lust, das vielleicht mal bei mir im Livestream mal mitzumachen? Du, wir können doch einfach die Session hier. Also die Angezockt-Folge ist ja jetzt eh gleich vorbei, liebe Zuschauer. Also viel Zeit haben wir nicht mehr. Aber wir können natürlich, wenn ich nicht draufgehe, dieses Spiel hier in deinem nächsten Livestream gerne mal weiterspielen, wenn du Lust hast. Ja? Also ich habe, wie gesagt, ich habe das gerade vorgeschlagen. Das wäre ja eine tolle Idee. Ja, wann ist denn dein nächster Livestream? Dann können wir das datumstechnisch gleich mal für diejenigen von euch, die mit zugucken wollen, festhalten. Das muss man sehen. Wahrscheinlich wird es wieder, wie war das? War montags bei dir okay oder nicht? Im Moment ist montags okay, weil The Walking Dead jetzt wieder vorbei ist. Ho, ho, ho. Wow. Warte. Ich muss mich hier mal kurz mit dieser Flatterflederviecher da mal auseinandersetzen. Na klar. Ja, das wäre dann am ersten Montag im Mai. Lass mich mal gucken. Ich werde mal ganz schnell und ganz professionell, weil das ist ja alles mega hart vorbereitet. Mal kurz weitergehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich krieg auf die Ommel. Na, also der erste Montag im Mai ist der 2. Mai. Richtig, der 2.5. Das sind hier in Schleswig-Holstein Pfingstferien. Naja, gut, also für manche Leute ist da so ein wirklicher Ferientag und sowas, aber auf jeden Fall kann man da Sachen machen. Viele Leute haben frei. Sehr schön, wäre ja, das. Und das halten wir das doch einfach ab. Mal. Halten wir das doch einfach mal so fest, würde ich sagen, oder? Aber in meinem Leben konnte ich gerade nicht festhalten, aber ja. Das kann nicht immer alles funktionieren. Gut, und ich würde sagen, wir sind dann erstmal mit unserer ersten Folge oder zweiten Folge angezockt durch. Das heißt, für heute ist das erstmal alles zum Thema Starbound und Multiplayer und wir werden das Ganze im Livestream vom Kühnu am 2.5. fortsetzen. Den Twitch-Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Ansonsten vielen Dank an Andy, den Kühnu, fürs Dabeisein und Unterstützen. Er hat auch mehr Ahnung von Starbound als ich. Und an euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Immer gerne, danke. Mein Name ist Robert und du bist der Kühnu. Tschüss. Winke, winke, ciao und tschüss.